Come on. Hallo Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Actionfiguren und Merchandise-Magazins Fan, das Sammlermagazin. Ja, diesmal zeige ich euch die erste Wave der Neo-Vintage-Reihe der Masters of the Universe aus dem Hause Super 7. Ja, und da wurden 4 Figuren wurden in den Handel gebracht. Und zwar wäre das der He-Man, Skeletor, Hordak und She-Ra. Und der besondere Clou daran ist es, dass es nach über 30 Jahren in Deutschland zum ersten Mal wieder Figuren der Masters gibt. Und zum Beispiel gibt es die zurzeit beim GameStop-Laden. Die haben diese meistens komplett vorrätig. Aber man sieht aus diversen Handyvideos der anderen Fans, die werden meistens unterschiedlich positioniert. Und bevor wir jetzt nun anfangen, mache ich mal ein Kerzchen hier an. So, da ist das gute Stück. So sieht der Neo Vintage He-Man in der Verpackung aus. Ja, fast so wie früher. Und man sieht hier, der Unterschied ist da drin, dass hier noch ein Button ist. As seen on TV. Das heißt, er wurde so hergestellt, wie es damals in der Filmation-Trickserie wohl gewesen wäre, wenn Mattel diesen denn als Comicfigur herausgegeben hätte. Ich sag schon Comicfigur, ich sag so als Filmation-Version herausgegeben hätte. Richtig geil. Die Backcard ist genauso wie damals, wie gesagt, bis auf dieses, auf diesen Button. Und diesem Super 7 Logo, ja, ist diese Backcard richtig so nachempfunden wie aus den 80ern. Wir drehen das Ganze um und sehen da He-Man in Action mit Skeletor. Dazu noch Figuren, die es bei Super 7 gibt, wie zum Beispiel neben He-Man She-Ra, Skeletor, Hordak und unten gibt es noch The Powers of Grayskull alias Hero und Elder. So. Natürlich hat He-Man den Hüftschwung, das wurde natürlich auch angezeigt, weil damals wurde immer bei Mattel auf den Karten die Funktionen der Figuren bildlich dargestellt. So, hier nochmal zum Sehen. Ja, Skeletor. Ja. Und hier ist auch nun Skeletor in OVP. Eine Kasse Kaffee zur Seite. Ja, auch hier, klar, die Backcard genauso wie damals aus den 80ern. Ganz wichtig ist es noch zu sagen, im Hintergrund ist genauso wie damals ein Mini-Comic. So müsste man meinen. Nein, es ist, das zeigen wir später, es ist einfach nur ein Einleger, ja, es ist nicht ein Comic, sondern einfach nur ein Zettel, ja, ein Zettel mit einer, mit einem tollen Artwork drauf. So, Skeletor, Evil Lord of Destruction, natürlich, wenn man umdreht, sieht man hier auch ein tolles Artwork. Die Figuren, die man kaufen konnte, die genau, die haargenau sind die aufgelistet, wie beim He-Man. Auch er hat einen Hüftschwung und ist von Super 7 hergestellt worden. Die Figuren wurden Mitte 2018 angekündigt, hatten es denn im Dezember nun endlich in den Handel geschafft. Und man sieht zurzeit sehr viele Videos bei YouTube über diese Vintage-Reihe. Weil jeder ist jetzt stolz, diese auch kaufen zu können. Bei GameStop kosten die 24,99 und bei einem Comicladen in Düsseldorf habe ich sogar gesehen, kostete der He-Man 31,95. Also auch da muss man schon auf die Preise achten. Im Internet war der teuerste war Skeletor für knapp 55 Euro. Das war ein bisschen Abzocke, aber auch egal. Tada! Wir kommen zu Hordak. Hordak. Hier, man sieht einen kleinen Vergleich. Hordak
Neo Vintage, hier Hordak 80er. Ja. Sieht richtig geil aus. Was findet ihr besser? Links oder rechts? Postet mir. Links oder rechts? Ja. Kurz, wie gesagt, kurz stellen wir vor. Hier Hordak. Interessant ist es natürlich, so sah Hordak auch in den She-Ra-Cartoons aus von den Farben. Richtig toll. Den packen wir gleich aus, beziehungsweise der Schlager-Guru wird den gleich nicht artgerecht auspacken, aber auch egal. Auf der Rückseite ein geiles Artwork, natürlich Hordak im Kampf gegen He-Man. Er hat neben dem Hüftschwung hat er auch eine Laserhandwaffe dabei, die man einfach über das Handgelenk stülpen kann. Auch hier, was gibt es zurzeit so an den Neo-Vintage bzw. an Hero und Eldor Front? Ja, auch sehr schön gehalten, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Neben, also für mich persönlich, Skeletor und Hordak sind für mich die gelungensten Charaktere hier, ja, als in der Neo-Vintage-Reihe. So, und hier zum Schluss die Princess of Power, She-Ra, die Sonnenbank-Baronin von Etheria. Nein, kleiner Scherz, nein. Auch wenn sie ein bisschen dunkel geraten ist vom Hautturm, ist She-Ra, gut, die wirkt ein bisschen moppelig, aber okay, She-Ra gab es und gibt es weiterhin auch. Hier Backguards, weil so eine Backguard hatte damals She-Ra in den 80ern nicht. Aber die wurde auch von der 80er Masters of the Universe Backguard getackert. The most powerful woman in the universe. Ja. Auch von den Farben finde ich sehr gut, bis auf diesen Hautteil, der ein bisschen wirklich so ein bisschen Sonnenbank-Baron-mäßig ist. Finde ich ein bisschen daneben gehauen. Ist nicht meine Lieblingsfigur der Reihe, finde ich nicht so ganz gut nachempfunden. Aber gut, man hat sie halt, ja. Auch hier gibt es im Hintergrund einen Papiereinleger. Auf der Rückseite wurde erwähnt, was She-Ra dabei hat. Das wurde komischerweise bei He-Man nicht gemacht, weil bei He-Man hätte man theoretisch auch das Zauberschwert zeigen können, aber egal. Hier sieht man erst einmal das Zauberschwert, dann ihr Abwehrschild und man kann sie auch mit einem Hüftschwung kann man sie betätigen. So, hier nochmal für euch. Ja, She-Ra. Welche Figuren fandet ihr von der Neo Vintage eigentlich genial? Postet mir einfach mal in den Kommentaren. Mitten letzten Jahres gab es eine spontane Pre-Order von Super 7 und zwar eine stark limitierte. Es wurden zwei Packages angekündigt und zwar einmal von den sogenannten Epic Battles von Skeletor und He-Man. Ja, die waren streng limitiert, sie waren relativ sowas von schnell ausverkauft. Viele Fans haben sich da beschwert, da es zu wenig Material gab und sie zu kurz gekommen sind. Ja, das heißt, sie konnten diese tollen Battles gar nicht kaufen. Und einmal von Hordak und She-Ra. Sie waren sehr schnell vergriffen. Und dann kündigte sich das ja schon an, dass es irgendwann mal so Einzelkarten gibt mit den Figuren. Und ich habe mir dieses Battle, habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, ja, weil ich dieses auch nicht bekommen hatte damals. Und die machen sich richtig gut im Regal. Ich muss sagen, es sehen richtig gut aus, aber für die heutigen Preise, man bezahlt bis zu 225 Euro dafür. Also manche Händler waren natürlich abgezockt. Und ja, das Ganze hieß dann hier Epic Battles, ja. Ich habe von Hordak und She-Ra habe ich nicht. Werde ich mir aber irgendwann bestimmt mal zulegen. Und die sind zurzeit bei eBay und Amazon wesentlich günstiger als die beiden hier. Ja, da bezahlt man so circa 80 bis 90 Euro pro Battle. So, auf der Rückseite, naja, sieht man hier auch die Figuren, die es gibt. Aber da sind keine Funktionen der Figuren angegeben im Bild. Also kein Hüftschwung sieht man da angezeichnet oder auch nicht die Waffen. Finde ich ganz gut.
Ja, obwohl, wie gesagt, bei He-Man, wie gesagt, sieht ein bisschen aus wie Crystal von der Frisur. Finde ich die Frisur wieder mal nicht so gut hinbekommen. So, es geht ja nichts über, man muss es nochmal zeigen, ja, es geht nichts über den originalen 80er He-Man. Ja, den habe ich hier auch schon mal vorbereitet, zusammen mit Battle Cat, ja, am Lagerfeuer, so gesehen, ja. So, und nun kommt das vielversprochene, schon oftmals angekündigte, gerade von mir, Unboxing von Hordak. Der Schlagerguru beschäftigt sich normalerweise mit Musik, mit Schlagermusik, deswegen auch sein Name. Aber er wollte gestern unbedingt, ja, wollte eine Figur haben, und zwar seinen Lieblingscharakter von den Masters, und zwar von Hordak. Und dann hat er gesagt, okay, dann packe ich das auch in deiner Sendung aus, damit du weißt, wie Hordak sich anfühlt, beziehungsweise wie Hordak ja so verarbeitet ist, was da drin zu finden ist in der Packung. Und das gucken wir uns jetzt kurz an. Also, liebe Masters of the Universe Fans, ich bin gar kein Fan davon, aber ich habe mir diese tolle Figur gekauft, weil mein Mann hat mich damit angefixt. Und ja, wieso gerade ausgerechnet Hordak? Weil ich finde, Hordak ist halt so der Wendler bei den Masters of the Universe und besteht aus so viel Plastik, wie sie bitte Rauch unter der Brust hat. Ja, und ich habe mir überlegt, auspacken oder aufreißen. Ich denke mal, wenn ich das aufreiße, seid ihr ein bisschen böse. Und ich packe, egal was es ist, immer halt sehr behutsam aus. Ich bin von Natur aus ein tollpatschiger Mensch. Ich werde jetzt Hordak wirklich ganz behutsam auspacken. Ich weiß nicht, wie man das auspackt, weil normalerweise als Fan lässt man das ja verschlossen. Aber naja, ich entscheide mich jetzt fürs so Aufreißen. Das ist jetzt halt so, ich meine, die Verpackung nehme ich ja nicht mit ins Grab, Leute. Also, wenn ich das jetzt irgendwo ausstellen würde, boah. Ich gehe jetzt ziemlich grob damit mit der Verpackung um, wie ihr seht. Aber das Figürchen möchte ja raus, es möchte ja leben. So. Und ich finde, das Entscheidendste ist halt cool. Sogar eine tolle Karte. Wow. Also, ich glaube, ich wäre Hordak, weil ich Hordak echt cool finde. Ich mag immer gerne halt Bösewichte. Ups, da ist er hingefallen. Ich sage, er ist halt so der Wendler für mich. Finde ich einfach nur toll. Er ist ja auch noch eingepackt in Blistier. Wirklich sehr schön gearbeitet, liebevoll gemalt, muss man dazu sagen. Ich gucke ja immer so auf Kleinigkeiten wie Augen, Zähne und hier auch alles. Fühlt sich sehr gut an von der Haptik her. Wie gesagt, ich habe es grob ausgepackt. Hier sind die Waffen auch noch. So, ups, ich stelle ihn mal neben. He-Man, kann er stehen? So, oder ich lehne ihn mal an. Naja, ich lege ihn jetzt mal hin, das wird mir alles zu problematisch sonst. Pack die Waffen aus. Die braucht er ja für einen erfolgreichen Kampf. Wie gesagt, ja, die sind auch hier wirklich von der Haptik her sehr schön gemacht. Man sieht das hier sogar, was ist das? Irgendeine Schnauze von einem Drachen, Hund, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da, wie gesagt, nicht so aus. Ich finde halt nur Hordak toll, weil ja, ein cooler Bösewicht ist. Und das ist halt das Figürchen. Ja, meine erste, wie heißen die Dinger nochmal? Masters of the Universe. Neo, genau, Vintage. Seid ihr mir nicht nachtragen, wenn ich mich da nicht auskenne. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan davon. Ja, mein Mann hat mich damit angefixt. Ich finde es aber wirklich, wie gesagt, wirklich super gemacht. Ja, da seht ihr noch He-Man verpackt. He-Man sieht ein bisschen aus wie, naja, Crystal von Denver Clan. Sorry, Leute, er guckt so ein bisschen grimmig und die Augenbrauen sehr gezupft. Das sieht nicht so vorteilhaft aus. Dann eher Hordak. So packt kein Fan aus, ja? Das sind die Überbleibsel von diesem Unboxing. Danke, Schlagerguru, für dein informatives Unboxing. So sehen so die Restverbleibssachen von Hordak aus, ja? Egal, aber so weiß ich wenigstens, ich schmeiß mal unten hin, dass Hordak, ja, wie er sich anfühlt. Ja, wir können mal kurz vergleichen, wie sieht Hordak und der Original Hordak aus den 80ern aus. Also von der Größe sind sie identisch und auch so von der Statur her sind schon, man könnte meinen, fast die gleichen Gussformen. Halt die Bemalung, wie man sieht, ist ein bisschen unterschiedlich. Ja,
und ein bisschen viel unterschiedlich, weil der alte Hordak wurde in Grau gehalten, ähnelte von der Farbgebung null an She-Ra Princess of Power-Reihe. Und jetzt hier natürlich Filmation-Look, wie es auch versprochen worden ist, haben sie sich natürlich dran gehalten, die Kollegen von Super 7. Ich finde das mit neben Skeletor die beste Figur, die die Neon-Vintage-Reihe hervorgebracht hat. Detailgenauer. So, es zuckt jetzt ein bisschen schon in den Fingern. Ich habe ein bisschen Schweißränder auf der Stirn. Ja. Ich schwitze schon ein bisschen, weil ich habe ja euch ja was versprochen. Aber da fällt mir gerade ein, dass du, so sieht nebenbei auch noch die Karte da drin aus. Ist wie gesagt kein Mini-Comic, sondern einfach nur so ein Einlege-Pappteil. Ja. Auf der Rückseite steht dann sowas. Ja. Die drei verschiedenen Hordaks. Naja. Ein bisschen Schmu damit. Egal. So, jetzt, wie gesagt, es zuckt mir nicht so richtig in den Händen. Eigentlich schon wieder doch, dann wieder nicht. Schweißperlen. Wenn ein OVPler wie ich, weil ich sammle die Figuren alle in Originalverpackungen, ich packe sie nie aus, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, ich tue das ein bisschen zur Seite hier, das packe ich nicht aus. Wenn ich mal die Möglichkeit habe, eine Figur günstig zu erwerben, zusätzlich, möchte ich eigentlich trotzdem nicht auspacken. Aber soll ich die Figur nun wirklich auspacken? Soll ich das? Mein Hund ist gerade hier. Ludwig, was meinst du denn? Der Ludwig, der knurrt gerade, weil Leute bei uns an der Tür stehen, ne? Ja, aber du, was meinst du? Soll ich den He-Man auspacken, den Onkel He-Man auspacken? Da, damit ihr seht, wer Ludwig ist. Ihr kennt doch viele. Der war schon oft bei mir in der Sendung, ne? Ludwig, soll ich den He-Man auspacken? Was meint ihr? Soll ich jetzt auspacken? Stimmt einfach ab. Nein, wir machen das jetzt sofort. Gut, wir werden den He-Man auspacken, weil gestern habe ich den auch bei einem besagten, wie gesagt, dem besagten Shop habe ich ihn gekauft. Aber die Backcard war jetzt nicht so Bombe. Und deswegen habe ich mir überlegt, den auszupacken. Boah, ich rede die ganze Zeit drumherum, ich muss mal trinken. Mein Gott, das ist für mich jetzt eine Sache, die für mich ja nicht so alltäglich ist. Und ich möchte das eigentlich schon stilvoller machen als der Schlagerguru mit seinem Unboxing. Das ist weg. So, und da ist so ein... Das Opfer jetzt. He-Man wird befreit aus seinem Blister. So. Sieht man das hier? Ne? Ich mache das einfach mit dem Messer auf. So. Jetzt ist es passiert. Jetzt kann man es aufmachen. The most powerful man in the universe wird befreit. So. Ist für mich doch schon was Besonderes. So habe ich als Kind aber auch nicht ausgepackt. Muss man sagen, als Kind habe ich die auch schon aufgerissen. Ja? Man hat ja keinen Bezug dazu gehabt. Das war für einen nur Spielzeug. Und ich bewundere mal Leute, die damals ja die Figuren aufgehoben haben in OVP. Ja, und heute sind ja so viele OVPs noch im Umlauf. Man muss auch da vor Fälschung aufpassen. So, relativ schonend gelöst, ja. Das zur Seite, dann haben wir ihn nur noch so. Ja. Dann werden wir den restlich jetzt auch noch befreien. Also ich finde He-Man persönlich nicht sehr gut nachempfunden. Gut, der Körper ist so wie aus der 80er-Toyline. Hier als erstes. Das sieht geil aus, oder? Das finde ich richtig geil. Cool, das gefällt mir. Das ist so seine Verwandlungsszene aus den Filmation-Cartoons. Auf der Rückseite He-Man 80er, in der Mitte, ja, ist auch so ein Filmation-Cartoon, kann es nicht sein, sieht irgendwie nach, weiß ich nicht, das ist ein freies Artwork und hier so wie He-Man aus der Filmation-Serie. So. Natürlich ist hier eine Inhaltsangabe von He-Man, ja, gut. Also das ist geil. Das kann ich mir irgendwo auch hinhängen. Gefällt mir richtig geil. So, jetzt holen wir He-Man raus. Oh, jetzt halte ich zum ersten Mal so ein He-Man Original von Filmation mal in den Händen. Hier, da ist er nun. König Drosselbart. Nein, das ist He-Man. Ja?
Wir befreien ihn auch noch aus der Schutzfolie an den Beinen, warum immer die das gemacht haben. Das war damals in den 80ern genau schon so. Und gleich kommt der Vergleich zu den 80er He-Man. Gucken, steht er? Fängt schon an, steht bei mir nicht richtig. Moment. So. Wo Hordak richtig geil steht, steht He-Man hier beschissen, nämlich gar nicht. So, jetzt steht He-Man. Dann hat He-Man natürlich noch seine Waffen dabei. Zwei Zauberschwerter, die man verbinden kann. Die machen wir auf. Weil normalerweise kennt ihr die Story ja, die Ur-Story. Es gibt zwei Schwerthälften, eine hat He-Man, eine hat Skeletor. Ja, also eine graue und eine blaue Hälfte. Und wenn man diese zusammenfügt, kann man Schloss Grayskull öffnen. Und man hat die Macht in Eternia. Mein Gott, ich muss das mal aufmachen. Hier sind aber zwei graue Schwertscheiben drin, Hälften drin. Das interessiert mich, warum. Hat das der Herr Skeletor auch? Muss ich mal später gucken. So, wir machen auf und sehen. Ups. Hier. Er hat keine Streitaxt dabei, aber, wie man aus den 80ern kennt, sein Schild und ein Zauberschwert. Zwei Zauberschwerte. Und ach ja, okay. Ein ganzes, das ist natürlich, finde ich, besser als das Originalschwert, weil das Originalschwert, Moment, das muss ich aus dem Original. Au! Ah, das habe ich auch verbrannt gerade. Aua, aua, aua. Ah, eine Kerze, die gerade hier stand. Scheiße. Aua, das tut weh. Das tut gerade weh. Scheiße. Gut, das ist das Original 80er Schwert vom He-Man. Da, wie gesagt, das ist hier dieser Knauf, den man mit Skeletor, weil Skeletor hatte so eine Kerbe gehabt, die konnte man zusammenführen und konnte dann Schloss Grayskull öffnen. Ja, so, das ist das aus den 80ern. Da finde ich das Schwert, ja, was wirklich 3D ist, wesentlich besser. Aber hier für alle Fans noch der Nostalgie, hier ist noch eine Hälfte des Zauberschwertes, wie aus den 80ern, mit dem Unterschied. Man sieht, hier sind drei Noppen, kann man sehr wahrscheinlich gerade zusammenfügen, besser als dieses hier. Ja, so aus den 80ern. Gut, jetzt gucken wir uns dann gleich mal den Vergleich an. He-Man versus He-Man Vintage 80er. So gucken wir uns das mal an. Da sieht man im Vergleich, ich schiebe mal ein bisschen rüber so. Fast kein Unterschied, bis klar schon, man sieht schon, dass der Super 7 He-Man aussah mit dieser fürchterlichen Frisur. Man kann es auch ein bisschen an die Kamera halten. Guck mal die Frisur erstmal hier an. Ja. Moment. Und diesen blöden Gesichtsausdruck, also finde ich den Gesichtsausdruck aus den 80ern wesentlich stilvoller und cooler, gibt es kaum Unterschiede. Klar, auch der Brustpanzerharnisch hat nicht diese Noppen da drauf, diese roten Noppen, wie He-Man hier hat. Ja, wie hatte die Filmation-Version auch nicht. Finde ich irgendwie schon anders, aber auch nicht schlechter. Also muss sagen, für Fans, ja, man kann sich die Figur kaufen, kann man auch sein lassen. Und was Unterschied ist noch hier unten, man sieht es an den Schuhen. Ja, die sind glatter gehalten als diese, ja, mit Fell von damals aus den 80ern. Da sehen die Schüchen von He-Man schon wesentlich besser aus als die von heute. Ja, das sind die Unterschiede von He-Man 80er zu He-Man 2019. So, ja, das war nun unsere neue Ausgabe Fan, das Sammlermagazin mit der Neo-Vintage-Reihe, der ersten Wave der Masters of the Universe von Super 7. Und ich bin trotzdem gerade noch geschafft, weil ich mal einen original verpackten He-Man ja, aus seinem Blister entfernt habe. Und, ja, oh mein Gott, ich weiß noch gar nicht, wie ich das richtig einordnen soll. Auch ein Unterschied natürlich. Er hat nicht diese Beingummis, das heißt die Verbindung, diese Legbands, die eigentlich mit einem Gummi verbunden sind, damit die auch beweglich sind, gibt es da nicht. Das sind ganz normale, was natürlich mit der Zeit gegangen sein, mit solchen Nupfen, wo man sie einfügen kann. Ja, ansonsten, und natürlich, hier sehe ich auch noch, er hat hier, seine Armreifen sind jetzt bemalt, im Gegensatz damals, warum auch immer die es damals nicht gemacht haben, seine Armreifen waren nicht bemalt. Ja, auch ein Unterschied sehe ich.
Ja, falls euch das Video gefallen hat und falls ich ab sofort öfter mal Figuren auspacken soll, dann postet mir in den Kommentarleisten, liked meine Seite hier auf Facebook unter Fan, das Sammlermagazin, und geht auf YouTube unter bumo.tv und abonniert dort meinen Kanal. Und ihr findet auch noch da weitere Videos zu verschiedenen Toylines, aber auch sehr viel über die Masters of the Universe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt weiterhin sammelwütig. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss. Come on, come on.